Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu FIFA 21. Wir haben hier eine neue Nachricht. Training. Mache dein Team mit dem neuen Trainingssystem spielbereit. Trainiere bis zu 15 Spieler pro Sitzung, um das Potenzial der Startelf erhöhen zu können und bei Reservisten für Bissigkeit zu sorgen. Wenn du Training simulierst, erhältst du den höchsten bisher erzielten Wert, also strebe immer das Maximum an. Okay. Das hört sich jetzt natürlich auch interessant an. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Sache, eigentlich haben wir eine Spielerkarriere. Ob das dann bei uns an sich überhaupt so geht? Was haben wir denn hier? Spielerentwicklung. Irgendwie ist hier so mein Gesamtwert 77, glaube ich. Plus 1 hochgegangen und so. Und irgendwie ist das mit den Zahlen und Zeichen nicht ganz so 100% überein. So, jetzt können wir irgendwelche Übungen auswählen. Wir sehen auch hier immer so ein bisschen das Entwicklungspotenzial. Ich finde zum Beispiel so kurzer Pass eigentlich mal ganz gut. Ich finde es dann aber trotzdem immer ein bisschen seltsam. Sobald ich mir hier so ein paar Sachen auswähle. Ja, Kontra-Szenario könnte eigentlich auch mal ganz gut sein. Ach so, oh. Jetzt bin ich gar nicht in das Ding rein. Ja, jetzt fehlt das eine. Jetzt ist das eine weg. Bitte, Weg zum Tor. Ja, Dribbling, Ballkontrolle können wir mal so in die Richtung machen. Ist ein bisschen blöd, dass es nicht immer auf das nächste Ding springt. Und jetzt werden hier ein paar Sachen eben direkt gesperrt. Abfangjäger. Ja, also ich mache jetzt gerade viel auf Abwehr, weil ich halt in der Abwehr auch gerade gar nicht so gut bin. Und jetzt... Ja, haben wir hier eben gar nicht mehr so viel. Hier war was noch. So, oh, wir kriegen diesmal sogar alle 5 voll. So, hier bin ich. So, wo geht er hin? Ja, toll, er passt direkt. So, mein Ball. Oh, der blockiert mich. Gibt's ja gar nicht. Hä, war das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es gar nicht. Oh. Hallo? Okay, woher kommen die ganzen Spieler her? Ich dachte... Wir müssen direkt einen Konter machen. Ja, der Rainer bleibt da einfach stehen. Kann ich tauschen? Ja, okay. Ist immer so ein bisschen verwirrend. Eigentlich sollen wir mich auf den einen Spieler konzentrieren, also auf mich selber. Und andererseits spielen die anderen mit. Ja, hallo. Was geht denn bei dem ab? Okay, der Schuss war quasi schon durch. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr ran. Eigentlich war es abgewehrt, aber ja, kommen wir auch nicht mehr ran. Ja, habt ihr das gesehen? Oh, oh, Konter. Gott, Alter. Irgendwie muss ich mal hier... Ja, verdammt. Das ist halt immer so die Sache. Ja, also das war ich abseits. Nur mal so gesagt. Jetzt kommen sie alle zurück hier. Ist ja gar nicht. Na gut, sind wir bis jetzt hier noch nicht in dem Ganzen. Ja, das war jetzt auch nicht so gut. Eigentlich dachte ich noch, ich bin noch im Abwehrding und dann, naja. Da geht noch mehr. Ja, wir machen trotzdem mal die nächste direkt. So, wir müssen hier einmal durch die Kreise durchlaufen. Weiß nicht, geht's auf Geschwindigkeit geht es jetzt, glaube ich, auch nicht so krass. So, und... Oh nein, nicht mal rein. Ach, verdammt. Weiß nicht, hat der Pfeil was zu bedeuten oder so? Irgendwie, dass wir irgendwie in den Kreis gut reinkommen. Also wir kriegen immer nur 100 Punkte. Ist das egal, wie gut mittig wir sind. Ah, der war schön. Boah, jetzt haben wir sogar noch Abwehrspieler. So, ah, komm mal, jetzt noch so ein Kopfball hinterher oder nochmal so ein Schuss. Wäre ganz cool gewesen. Ja, genau. Muss ich da in seine Richtung. Komm, Dribble. Ich bin halt so nah an dem Torwart immer dran. Ach so, der Versuch zählt noch, oder wie? Okay. Sehr seltsam. So, letzter Versuch.
Ja, komm, kann man den austricksen? Gegen einen geht's eigentlich teilweise, aber wenn du halt natürlich dann mehrere im Spiel hast, dann ist das halt manchmal ein bisschen schwieriger. So, die Einheit hatten wir eigentlich ja schon mal. Hä, das mit dem Abdrängen? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, wieso lässt er durch? Ja, jetzt geht er schon wieder hier hin. No, come on. Wie mies. So, jetzt endlich mal. Alter, das habe ich gerade gar nicht gesehen, dass der Witzel da oben den Ball hatte. Komme ich ja gar nicht hin. Ja. So, nun. Okay, es ist ja manchmal so ein bisschen Glückssache irgendwie. Ich fand es komisch, dass ich über den einen rübergesprungen bin. So, mit dem Heber soll ich da reinkommen. Oh je, ob ich das schaffe. Der geht schon mal nicht rein. Eigentlich egal, wo ich hingehe. Der war nice, Leute. Der war leider nicht so. Aber es gibt trotzdem eigentlich Punkte, also dass es zumindest mal so ein bisschen in die Richtung geht. Alter, da bin ich immer zu weit rechts. Komischerweise. Der war ein bisschen zu schwach. Alter, aber trotzdem fast rein. Natürlich mit der Stärke ist natürlich immer ein bisschen noch so eine Sache. So, taktischer Freistoß. Hä? Was geht's denn hier? Zielen und Schusskraft festlegen. Ziele mit links, drück und halte B oder R, um deinen Schuss aufzuladen. R? Okay. Die kriegst du da. Okay, Topspin, Seilspin. Okay, das mit dem rechten Trigger kenne ich eigentlich gar nicht. Wann mache ich denn das? Füge deinem Schuss Effekt hinzu, indem du beim Anlauf des Spielers in die gewünschte Richtung drehst. Okay, Timing. Beim Anlauf des Spielers wird dein Timing angezeigt geblendet. Drücke B, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Aber das Timing habe ich ja nur. Habe ich eigentlich ja nur im Dings. Komischerweise. Also, wenn ich jetzt hier im Training bin. So schlecht sah das eigentlich gerade gar nicht aus. Eigentlich muss ich ja so ein bisschen über die Mauer. Alter, guck mal, wie nice das aussieht. Richtig cool. Eigentlich muss ich ja irgendwo hier sogar rein, oder? War ein bisschen schwer hier genau hinzutreffen. Ah, fast da, wo er hin sollte. Eigentlich muss ich ihn hier verarschen. Eigentlich müsste ich hier hin schießen. So in die linke Ecke. Ja, guck mal. Nice, Alter. Aber dieses Timing finde ich halt mies, weil das ja im Spiel eigentlich nicht angezeigt wird. Oder wenn es so direkt weggeht. Das war aber nicht so ganz. Ja, okay. Ich habe das Timing nicht gemacht. Der eine bleibt hier auf diesem Schild hängen. Ich finde es so krass hier. Irgendwo kommt zum Punkt, wo es dann plötzlich so weggeht. Alter, okay, ein bisschen zu viel. Ah, auch nicht so gutes Timing, aber er geht rein. Nicht genau dahin, wo er hin sollte, aber es ging eigentlich einigermaßen. Oh, das war ein bisschen schwach. Aber so schlecht sind wir gar nicht. Guck mal, hier plötzlich, wenn ich so Richtung Pfosten gehe, wird der Stick ultrasensibel. Ich bewege den hier kaum. Das war auch ein bisschen schwach. Ja, er war schön an sich schön geschossen, aber halt keine Kraft oder so. So, wenn man sich jetzt hier die Ergebnisse anschaut. Oh, Kretsch hat sich was gebessert. Ja, natürlich C, B, D, B. Ja, zweimal B ist okay. A, komischerweise beim Freistoß, wo ich eigentlich am wenigsten gedacht habe, aber nun gut. War doch jetzt mal gar nicht. Hier, besten Noten sieht man, aber ich glaube, bis auf das Abfangjäger habe ich eigentlich alles noch nicht gemacht.